Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategic Command World War One. In der Multiplayer-Version, beziehungsweise Multiplayer-Schlacht, nicht Schlacht, es ist auch nicht Multiplayer, Multiplayer, Punkt. Ich spiele hier wie immer noch gegen den Herzog und jetzt schauen wir uns mal an, was der werte Herzog jetzt da so getrieben hat. Vielleicht ist da jetzt auch mal in eine meiner Minen gefahren, ich hoffe es mal. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der da wirklich aggressiv spielt in der Nordsee. Weil so langsam habe ich die Tendenz, dass das eher ein passiv-defensiver Spieler ist. Besonders in der Entente, die halt immer eigentlich passiv sein sollte. Ne? Oder beziehungsweise, was heißt sein sollte, passiv ist am Anfang zumindest. Und dann eigentlich über den Kriegsverlauf stärker wird. Wir müssen mal schauen. Ouch. Ja, hau ab. Der muss auf ihn unbedingt mal weg. Es könnte sein, dass ich den verliere, also bedeutet, ich würde vielleicht mal versuchen, den werde ich verlieren. Werden wir uns jetzt mal hier platzieren. Ja, die Mine habe ich jetzt echt blöd gelegt, weil der kann jetzt hier so immer vorbeifahren. Ich hätte eher rechts daneben platzieren sollen. Okay. Na gut. Die Einheit hatte ich auch nur da platziert, weil ich gehofft hatte, dass der Belgier jetzt kapituliert, also... Das war ein bisschen blöd gelaufen. Wir müssten jetzt mal gucken, ob wir die Kavallerie rausgedrückt bekommen, damit Brüssel da vielleicht ein bisschen besser da steht. Muss man mal gucken. Also hier sollten wir... Alter. Wieso weiß denn, dass die Einheit jetzt da steht schon? Also der kommt da hin und direkt bam. Uiuiuiuiuiui. Also okay, Ostpreußen ist gerade ein bisschen in Bedrängnis. Muss mal schauen, wie wir das jetzt da machen. Die Ölfelder sind weg. Okay, das hat er abgeschnitten. Puh, ein Korb wurde vernichtet. Ja, okay, das ist klar. Ist auch klar. Und das Linienschiff, ja, ja. Die Seeblockade, ja gut, das könnt ihr euch gerade selber durchlesen, ist auch klar. Uneingeschränkter Seekrieg ist auch klar. Habe ich gerade keine Lust vorzulesen, aber jetzt müssen wir mal schauen. Also, Schleichfahrt, definitiv. Alter! Okay, das U-Boot ist auf jeden Fall im Arsch. Das wird nicht mehr da rauskommen. Das hat er jetzt komplett eingekreist. Genauso wie der ist auch hinüber sonst. Den ziehen wir uns mal zurück. Jetzt müssen wir uns mal was hier überlegen. Also. Das muss ich aufmachen. Also der hat hier im Norden schon gut was platziert, ne? Also, das muss man dem echt lassen. Bosen, du musstest mal dich jetzt mal nach hier begeben. Du nach da. Nach da. Und vielleicht noch hier eine Einheit hin. Und der muss sich zurückziehen. Weil sonst hat er echt ein Problem. Sonst habe ich im Norden echt ein Problem. Wobei diese Truppen, die eingekesselt sind, ist auch echt scheiße. So, dahin. Okay. Warum macht der nur 1-1 Schaden? Stimmt, weil ich mich zurückgezogen habe, ne? ...1,5, das gefällt mir. Ich kann mich auch hierhin bewegen, also bedeutet, den könnte ich abziehen. Und mich dahin bewegen.
Okay. Andererseits muss ich das hier erobern. Halten. Eigentlich nicht, ne? Der hat seinen Angriff getätigt. So, die Linie ist jetzt erstmal geöffnet. Der ist jetzt nicht zwingend notwendig. Der kommt jetzt danach mal nach Memel. Ich hoffe mal, dass das hier Posen frei... Obwohl, hier sollte ja keiner hingehen. Da kann ich schon von da abziehen, von Breslau. Also haben wir jetzt hier schon mal was getan. Also, dass hier Nordostpreußen echt jetzt guten Bedrängnis ist, ist halt nicht so geil. So. Wieso kann ich nicht nach hier hinlaufen? Das ist doch scheiße. Genau, ich krieg den einen Schaden. So, okay. Den könnte da angreifen, dafür habe ich eigentlich gar keinen Bock. Da kannst du dich erstmal wieder verpissen. So, erstmal auffrischen. Du kriegst erstmal auch einen Punkt wieder. Also hier und da. Das ist dasselbe, was wir auch gemacht haben damals. Das sind natürlich gute Punkte zum Angreifen, muss man ja auch leider dazu gestehen, ne? Schauen wir mal. Okay. Also eigentlich musst du und du wieder reinforcen. Ihr zwei auch. Müssen wir mal gucken. Hier kann ich durchstoßen und eventuell... den anzugreifen, das wäre auch für Serbien echt kostspielig. Mal schauen. Alter, ich setze immer nur einen einzigen Schaden, das gibt's doch nicht. Ich muss die einsetzen, ne? Komm schon. Ich raste aus, ey, das gibt's doch echt nicht. Schlimmste Runde ever. Diese verkackte Einheit in Belgrad, ne? Die will aus Verrecken nicht verrecken, das... Wortspiel. Ich könnte aber... Der hat noch nicht angegriffen, ne? Aber ich muss mal kurz schauen. Hier. Ja, die werde ich da nicht rübersetzen können. Die werde ich da nicht rübersetzen können, alles klar. Okay, das könnte aber funktionieren. Hervorragend. Eine Einheit schon mal weg. Also eine Einheit ist schon mal viel wert, wenn die weg ist. Weil er einfach nicht genügend Ressourcen hat, die normalerweise nachzubauen. So, die
theoretisch könnte ich darüber marschieren, aber die Frage ist, will ich das, ne? Sechs, sieben. Okay, das passt. Ach scheiße, ich hab das hier vergessen. Hätte vielleicht ein bisschen was gebracht, aber die Einheit wird jetzt sterben, das österreichische Korps. Habe ich jetzt schon genug Fehler gemacht. Also gefühlt fahre ich nur dahin, wo er steht und er weiß schon, wo ich stehe, ne? Das ist irgendwie... Aber es ist halt wirklich nur gefühlt so, das kann halt nicht der Realität entsprechen. Also den muss ich weghauen und den muss ich weghauen, dann ist auf jeden Fall die Serben viel, viel schwächer. Ich hätte zwar jetzt hier reinrücken können, aber ich glaube nicht, dass mir das viel gebracht hätte. Okay. Serben. Den kann ich nicht benutzen. Oh. Also das können wir erstmal machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Krieg ich da... Ja, da kriege ich den hin. Ich könnte den da reinrücken lassen. Hilft mir aber nicht weiter, ne? Nur der, ja. Ach lol. Jetzt droppt der auch noch auf, weil ich den nicht gesehen habe. Och, ey, diese Runde ist eine Katastrophenrunde von mir. Egal, gut. Den kann ich aber nicht angreifen lassen, weil der hier mit drei Einheiten zu ein... Obwohl, steht mit zwei Einheiten zu einer, ne? Hier kann der tauschen, hier kann er tauschen, hier kann er tauschen. Das ist halt keine schöne Ausgangslage für einen Angriff. Moment, das sind 3, 5, 7. Die könnte ich vernichten. Kriege ich da was raus? Eigentlich nichts, ne? Aber hier. So. Tausch mal aus. Dann kann ich die nächste Runde heilen. Genauso wie den. Hier kann ich das natürlich auch nicht sehen. Bringen wir nochmal ein paar Truppen nach Serbien runter. In der Hoffnung, dass das da jetzt endlich auch funktioniert. Und noch eine Truppe nach hier. So, das passt. Belgien. Okay, es ist ein... Ist eine Abteilung nur. Eine Abteilung ist halt irrelevant. Okay, das passt. Kann ich hier noch irgendwas reinforcen? Den müsste ich aufhalten. Weil der mir sonst übelst auf den Sack gehen wird. Eventuell... Wenn ich hier hinstelle, kann er trotzdem rausreiten. Der geht hier nächste Runde rein. Okay, der packt jetzt erst... Die Frage ist, will ich da stehen bleiben? Was habe ich davon, da stehen zu bleiben? Nix. Du musst dich auch mal verschanzen. Du hast dich schon verschanzt, oder nicht?
Auch hier noch eine Truppe da. Da kann der nächste Runde rein. Hast du mal rein, muss mal. Obwohl Sabor ist jetzt draußen. Oh. Nicht gut. So, Forschung. Das auf jeden Fall. Damit wir auch bessere Infanteriewaffen haben, dann läuft das auf jeden Fall dort schon mal besser. Du machst nur einen Schaden, du machst einen Schaden. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay. Osmane muss eh eigentlich noch nichts tun. Okay. Passt. Forschung, Osmane, Grabenkriegsführung. Deutscher. Kaufen. Abteilung. Ja. Eine Abteilung hätte ich gerne für hier, um die hier in Wilhelmshaven zu ersetzen, wegen Landungen. Irgendwo, da raidet der, okay. Ja gut, da kann ich nichts gegen tun. Das bleibt einfach bestehen. Wobei ich jetzt sagen muss, diese nächste Runde werden wir den hier mal rausnehmen. Das könnten wir irgendwie vielleicht noch besser vorbereiten. Du gehst mal ein Stück weiter runter. Du bleibst jetzt mal hier in dem Bereich. Gehst du vielleicht mal hier hin? Ne? Wie wir den hier rausgenommen haben, um dem einfach mal Verluste zuzufügen. Ja, gut. Osmanisches Reich, ja, Trigger zu uns, Portugal. Bulgarien, Bulgarien da. Da müssen wir auf jeden Fall mal was dran tun, dass Bulgarien auf unsere Seite kommt, weil der ist echt gut. Gut, dann die katastrophale Runde beende ich mal. Ich traue mich ja schon fast gar nicht, mir das weiter anzugucken. Verschanz dich mal. Hier wird er nicht angreifen. Ich könnte noch eine zweite Abteilung hier gebrauchen. Die eigentlich, ne? Die von hier einfach hier hinstellen, weil er hier eh nicht kämpfen wird und eher im Norden. Der will entweder hier zumachen, also hier so hier wegdrücken, dass wir hier die Front begradigen, oder hier reindrücken, dass er Rumänien auf unsere Seite bekommt. Puh, aber naja, okay. Deutschland wird eh nicht da runterkommen. Das Schiff ist angekommen, aber ich kann es nicht benutzen. U-Boot, fahren wir mal nach da. Mal gucken, ob... Ich weiß nicht, ob er das sieht. Störer. Der hat hier immer noch das dicke Schiff stehen. Darum werde ich da nicht so leicht drankommen, ne? Wir müssen einfach jetzt unter Verlusten Serbien einnehmen. Das ist einfach so. Serbien muss weg. Das ist einfach... Wenn das nicht funktioniert, dann ist meine Taktik halt tot. Ach lol. Ist genau dieser Punkt, wo ich nicht hin konnte. Alles klar. Runde beenden. Bierwachen geht weiter. Okay. Ja, Norwegen und Schweden sind jetzt gerade ein bisschen blöd, ne? Wir könnten natürlich höchstens nur versuchen, wenn wir das U-Boot repariert haben, ein bisschen in den Norden zu fahren und die russische Marine zu versenken, aber ist nicht so einfach, ne? Okay. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher davon haltet, von meinen Fehlern. Bisher war ja eher mehr meine Probleme, also meine Fehler anstelle seine. Aber gut, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!